erzähle euch mal, also, man sieht schon wieder, hier ist alles ein bisschen komisch, überall kommt der Töne, man sieht hier verschiedene Geräte, die sich von selber bewegen. Tja, wir haben heute einen Ausflug gemacht mit dem Siedler, als erstes in der DDR-Ausstellung, in dem Museum, das heißt Zeitreise. Da gab es halt ganz viele Autos und Spielzeuge und Schreibmaschinen und Fernseher für die DDR. Und ja, da haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Eigentlich war es ein ganz schöner Wucher, also der Eindruck hat ganz viel gekostet. Und hier, ja, uns hat es gefallen. Also, da waren ganz schön alte Autos vorbei und alles. Danach sind wir noch hier hergegangen, das heißt Lügenmuseum. Warum es so heiß, habe ich mir gerade nicht gemerkt. Und hier gibt es halt ganz viele Räume, die von Künstlern gemacht wurden, mit sich bewegenden Sachen, die auch Töne machen. Und am Ende gibt es dann noch so ein dunkles, aber eigentlich auch ein Kassen.